Wenn Sie dafür sorgen, dass das Insektensterben und Bienensterben zurückgeht, dann müssen Sie einheimische Pflanzen setzen. Damit zu tun, dass einheimische Pflanzen in Verbindung leben oder in Synergie leben mit einheimischen Tieren. Also es gibt Schmetterlingsarten, Vogelarten, Käferarten, vor allem bei den Insekten, die zum Beispiel nur auf eine bestimmte Pflanzenfamilie oder nur auf eine bestimmte Pflanzenart gehen. Und wenn sie die nicht haben, dann kommt das Insekt auch nicht, sondern das wird, je weniger das von diesen Pflanzen hat, wird das aussterben. Die Blütezeit ist jetzt vorbei. Und jetzt fängt eigentlich die Zeit an, wo viele Leute dann im konventionellen Garten finden, oh, das muss man jetzt zurückschneiden, das ist hässlich, das ist wüst. Und das machen wir natürlich hier nicht. Also das ist jetzt wirklich ein Garten, wo alles über den Winter stehen bleibt, weil ganz ein Haufen Tierarten an diesen Pflanzen, in diesen Pflanzen überwintern. Also ich weiss jetzt nicht auswendig, wie viele Tausende von Tonnen Grünmaterial jedes Jahr zu den Gärten ausgefahren werden. Ein grosser Teil von dem Grünmaterial ist gerade wieder Potenzial für Lebensräume. Oder wenn man einen Winterschnitt macht, man könnte einen Teil von dem Material dort lassen, man könnte einen Asthaufen machen, ein Totholzbiotop. Wenn Sie nicht einen Asthaufen haben, wenn er ein Büchbiotop hat, dann haben Ihre Milch und Ihre Grasfrösche im Winter keinen Lebensraum, kein Quartier. Im Thuyenhagen überwintert es nicht. Regenwasser ist ein wahnsinnig wertvolles Gut. Und wenn man es nicht sammeln und nachher nutzen im Garten, zum Bewässern oder irgendetwas machen, ist ja gleich. Dann macht doch sonst wenigstens etwas daraus, anstatt dass es einfach in die Kanalisation läuft. Ein Feuchtgraben, ein Feuchtbiotop, eine Versickerungsfläche oder irgendetwas. Aber einfach, dass das Wasser wieder direkt in den Kreislauf eingefügt wird. Es braucht ein anderes Verständnis. Also regionale Materialien, das kann ich über den Kopf, kann ich das begreifen und kann das verstehen. Und kann sagen, okay, ich kaufe keinen Stein mehr aus Polen, ich kaufe keine Dings mehr. Wasser kann ich auch verstehen, kann ich etwas machen. Aber Dynamik, das ist etwas, wo der Teil ist von der Natur in dem Wort Naturgarten. Und ein Naturgarten ist nur dann ein Naturgarten, wenn man das auch zulässt. Also ein Garten, der voll ist mit einheimischen Pflanzen, aber genauso gepflegt wird wie ein Thuja-Rassengarten, hat sicher ein bisschen mehr Potenzial für Tiere und so, als wenn man es jetzt würde mit exotischen Pflanzen bepflanzen. Aber wenn man die Dynamik nicht zulässt, dann ist der grösste Teil des Potenzials nicht da. Wenn jemand einen Naturgarten macht, dann macht er nicht etwas für die Umwelt oder für irgendetwas da aussen, sondern er macht etwas für sich selber. Letztendlich geht es um uns. Oder wir müssen uns bewusst sein, wir sind auf dieser ganzen Zeitschiene dieser Welt sind wir so ein kleines Stückchen. Und vielleicht werden wir noch so viel. Und dann sind wir weg. Und das ist der Natur völlig egal. Und auch dem Planet völlig egal. Der geht einfach weiter. Oder? Das geht nachher vielleicht eine Million Jahre, bis sich das wieder regeneriert hat, aber es geht wieder. Es geht um uns. Insektensterben betrifft uns. Also ein Naturgarten ist ja nicht nur ein Lebensraum für Insekten, sondern es ist eben zum Beispiel auch gut für die Luft, es ist gut fürs Wasser, es ist gut für den Boden, weil man keine Pestizide reinrührt. Ich meine, wir trinken Wasser, das wahrscheinlich voll ist mit Pestiziden. Oder? Auch wenn man jetzt sagt, ja, Grenzwerte sind noch nicht erreicht. Aber das trinken wir. Es kommt letztendlich alles wieder auf uns zurück. Und darum ist es eben auch ein Beitrag an die Erhaltung der Lebensgrundlagen, von unseren Lebensgrundlagen. Wir reden immer von Wildbienen und Schmetterlingen und weiss nicht was. Natürlich, von denen reden wir auch. Aber wenn es die nicht mehr gibt, gibt es uns nicht mehr.